geschnallter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow. Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer sind Sie? Jeder hat mich belogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Die sind Feiglinge! Verräter und Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuer! Hätten Sie vielleicht Wasser für uns übrig? Oder Brot? Bitte Wasser! Wasser! Wasser bitte! Leider nähert sich dem Zug unter keinen Umständen! Los! Die sind bestens versorgt! Halten Sie Ihre Leute zurück! Das ist mein Zug! Ihr Zug? Und es werden sehen, sich die Menschen an. Nein, ihr müsst niemand essen, Obama! Weitermachen! Sind Sie wahnsinnig? Stehen bleiben! Sie müssen wohl Ihren Heldendrang an diesen armen Menschen austoben, Sie Pfeife. Hat wohl an der Front nicht so recht geklappt. Das, Menschen. Der Führer befreit uns endlich von dieser Pest. Kommt schon. Stehen bleiben! Sind Sie wahnsinnig? Wollen Sie auf einen deutschen Oberleutnant schießen? Das wollten Sie doch gerade tun. Sie bringe ich vors Kriegsgericht. Ja, aber bevor der Krieg zu Ende ist, sonst hängen Sie selber am Galgen. Und ihr wollt deutsche Soldaten sein? Verräter, Feiglinge, Deserteure seid ihr! Wenigstens nicht so ein Held wie du, du Arschloch! Abfahren! Abfahren! Los, Leute, gebt ihnen alles, was ihr habt! Sofort abfahren! Senastra w gacie! Teraz będziemy chwilę udawać, że chcemy ruszyć. Wiecie, policzyli się najedzą przed egzekucją. W porządku? Wir dürfen nicht guten Transport. Das ist Brieche. Was? Es ist mir scheißegal. Wir fahren sofort weiter. Mindestens 200, 300 Kilometer. Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes. Sie ist ohne Ehre. Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält. Jahrelang hat das Militär meine Aktionen nur behindert. Es hat mich jeden nur als Widerstand in den Weg gelegt. Ich hätte gut daran getan, von Jahren alle höheren Offiziere registrieren zu lassen, wie Stalin. Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert. Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden. Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke. Aber alle diese Verräter werden bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen. Sie werden es saufen in ihrem eigenen Blut. Together.
Beruhig dich doch. Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig. Eher jage ich mir eine Kugel durch den Kopf. Tun Sie, was Sie wollen. Всем и на бас, весь район боится нас.